Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 27a bis 27c sowie den Zusatzpunkt 2. Das ist die Beratung mehrerer Vorlagen zur Türkei-Politik. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Auch dazu höre ich keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Dann bitte ich diejenigen, die an der Türkei-Debatte nicht teilnehmen wollen, ihre Gespräche außerhalb des Saales zu führen und die anderen möglichst zügig Platz zu nehmen. Und eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Güti Jensen, FDP, der Kollegin Güti Jensen, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Türkei ist ein Land, in dem Freiheit und Sicherheit vollkommen aus der Balance geraten sind. Ein Land, in dem tausende Menschen unter Generalverdacht gestellt werden und digitale Gestapo-Methoden gegen die eigene Bevölkerung angewandt werden. Ein Land, in dem Menschen ohne Anklage und Beweismittel auf unbestimmte Zeit eingekerkert werden. Ein Land, in dem Presse- und Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt werden, mit mehr als 150 Journalisten im Gefängnis. Meine Damen und Herren, Präsident Erdogan lässt keinen Zweifel daran, dass er freie Meinungen als Gefahr begreift, diese angreift und unterdrückt und die Axt an die Grundwerte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit legt. Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten muss daher die Menschenrechtslage und die Erosion des türkischen Rechtsstaates als zentrales Thema ansprechen. Deniz Yücel hat es sehr treffend gesagt, mit Gangstern muss man die Sprache sprechen, die sie selbst sprechen. Die Bundesregierung macht jedoch genau das Gegenteil. Im vorauseilenden Gehorsam stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz der Türkei sogar Finanzhilfen in Aussicht, ohne dass die Türkei überhaupt nach deutscher Hilfe gefragt hätte, ohne dass es eine Verbesserung der demokratischen Qualität und Rechtsstaatlichkeit gegeben hätte. Ganz im Gegenteil. Die Bundesregierung spielt ohne einen klaren Wertekompass das Spiel eines Despoten mit und bietet einem Antidemokraten eine Plattform für dessen politische Machtspiele. Und wenn das Ihre Haltung ist, kann der Staatsbesuch nicht der Anfang einer Normalisierung der Beziehungen sein, sondern das ist die Pervertierung des Gastrechts durch einen ausländischen Staatsgast. Dialog und Austausch sehr gerne bei einem Arbeitstreffen. Staatsbankett und militärische Ehren in diesem Fall nicht. Meine Damen und Herren, über 3 Millionen türkischstämmiger Bürgerinnen und Bürger nennen Deutschland ihre Heimat. Gerade daraus erwächst eine besondere Verantwortung, auch für uns, für die Menschen, die eine andere Türkei wollen. Ich habe selbst diese Türkei, diese andere Türkei erlebt, die andere Hälfte des Landes, die trotz Präsident Erdogans ununterbrochener Unterdrückungskampagne den Weg ins Sultanat ablehnt. Ich habe während der Wahlbeobachtung verfolgt, wie tausende Menschen auf die Straßen gegangen sind für Freiheit, für Demokratie in Izmir, in Istanbul. Und diese Menschen, die haben gezeigt, wie Demokratie in der Türkei aussehen kann. Und es sind diese Menschen in der Türkei, die Sie beiseite schieben und Präsident Erdogan den Hof machen. Und es geht schon lange nicht mehr darum, den EU-Beitrittsprozess noch und den Beitritt noch zu realisieren. Es geht in dieser Zeit vielmehr darum, die zunehmende Polarisierung zwischen Demokratie und Despotie anzusprechen. Es geht um Reformen. Es geht um Reformen auf Grundlage einer realistischen Partnerschaft. Es geht darum, gemeinsam universelle Werte zu verteidigen, denn Europa ist für viele Türken weiterhin der Kontinent jener Regeln, die in ihrem eigenen Land mit Füßen getreten werden. Der Kontinent für Pressefreiheit, für Bürgerbeteiligung, für Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit der Geschlechter, Gewaltenteilung, Demokratie und auch Säkularisierung. Meine Damen und Herren, wir müssen für die Menschen verstehen, diese Menschen verstehen und nachvollziehen können, welche Auswirkungen autokratische Regime auf die Schicksale Einzelner hat. Und ich möchte zum Schluss meiner Rede von so einem Schicksal berichten, das mich auch sehr berührt hat. Ahmet Altan, ein Autor, der für regierungskritische Artikel zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, ohne Beweise und ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Gestern erschien sein in Haft geschriebenes Buch, das den Titel trägt »Ich werde die Welt nie wiedersehen«. Und mit Erlaubnis des Präsidenten möchte ich gerne 10 Zeilen aus diesem Buch mit Ihnen teilen.
Durch das vergitterte Fenster des Saals sah man in einen kleinen gepflasterten Hof. Ich streckte mich auf dem Bett aus. Stille. Eine tiefe, dunkle Stille. Kein Ton, keine Bewegung. Das Leben hatte plötzlich Halt gemacht. Es war erstarrt, kalt und leblos. Das Leben war gestorben. Unversehens gestorben. Ich lebte, aber das Leben war tot. Während ich geglaubt hatte, ich würde sterben, war das, und das Leben aber weitergehen, war das Leben gestorben, aber ich war noch da. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Andreas Nick, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Jahren zweifellos eine immer weitergehende Zuspitzung der innenpolitischen Situation in der Türkei erleben müssen. Von den Gezi-Park-Protesten 2013, den Wahlen 2015 und dem Wiederaufflammen des Konflikts mit der PKK über den Putschversuch im Juli 2016 und den nachfolgenden Ausnahmezustand bis zum Referendum über die Verfassungsänderung und den vorgezogenen Parlaments- und Präsidentenwahlen 2018. Und es ist nicht zu bestreiten, dass sich die Türkei dabei zunehmend in Richtung eines autoritären Regierungs- und Staatsmodells entwickelt hat. Zahlreiche Aspekte dieser Entwicklung haben wir hier und in anderer Stelle immer wieder in aller Deutlichkeit kritisiert. Die Inhaftierung von Parlamentariern und Journalisten, die Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit, ebenso wie die Entlassung von über 100.000 Staatsbediensteten, Verwaltungsbeamte, Richter, Soldaten, Lehrer und Professoren. Bei einem Besuch in Ankara Ende 2016 habe ich selbst miterleben müssen, dass es bereits im Vorfeld zu Verhaftungen von Redakteuren der Zeitung Cumhuriyet kam und eine vorgesehene Gesprächspartnerin, die damalige Co-Vorsitzende der HDP, Frau Yüksedag, in der Nacht vor unserem Termin verhaftet wurde. Die am 7. September erfolgte Verurteilung des früheren Co-Vorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtas, und des früheren Abgeordneten Önder zu mehreren Jahren Haft für Aussagen, die sie im Jahr 2013 getroffen haben, ist besonders problematisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in aller Klarheit, Parlamentarier gehören ins Parlament und nicht ins Gefängnis. Die freie Meinungsäußerung von Abgeordneten und Journalisten ist Kernbestandteil einer freiheitlichen Demokratie und muss uneingeschränkt geschützt werden. Auch die teils willkürlichen Verhaftungen deutscher Staatsbürger in der Türkei haben die bilateralen Beziehungen schwer belastet. Noch immer sind deutsche Staatsbürger aus offenbar politischen Gründen in der Türkei in Haft. Wir begrüßen aber ausdrücklich die erfolgreichen Bemühungen der Bundesregierung, die wie in den Fällen Yücel und Steudner zur Freilassung deutscher Staatsbürger beigetragen haben, auch durch rechtsstaatliche Entscheidungen türkischer Gerichte. Und ebenso begrüßen wir die kürzliche Freilassung von Taner Kilic, des Ehrenvorsitzenden von Amnesty International in der Türkei. Das Referendum zur Verfassungsänderung und die vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen markieren einen Einschnitt in der Entwicklung der Türkei. Die hohe Wahlbeteiligung von 88% und die Vielfalt der angetretenen Parteien verdeutlicht die Wertschätzung für die pluralistische Demokratie in der türkischen Bevölkerung. Diese bedarf aber eines festen Fundaments durch die uneingeschränkte Ausübung von Grundrechten und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit. Auch wenn die Wahlen unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes mit kurzer Vorlauffrist sowie einer einseitigen medialen Berichterstattung zum Wahlkampf stattfanden, werden die Ergebnisse auch von der Opposition in der Türkei akzeptiert. Diese Realitäten muss auch unsere Außenpolitik zur Kenntnis nehmen. Denn die Türkei bleibt für uns auch künftig ein wichtiger Partner. Wir stehen deshalb im Umgang mit der Türkei auf absehbare Zeit vor der Herausforderung einer schwierigen Doppelstrategie. Auf der einen Seite klar und deutlich Stellung zu beziehen im Hinblick auf grundlegende Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und Menschenrechte. Andererseits aber gerade deshalb die Türkei und ihre Menschen nicht aufzugeben, sondern dort, wo es machbar und notwendig ist, Dialog und Zusammenarbeit fortzusetzen, vor allem mit Blick auf die türkische Zivilgesellschaft. Eine zentrale Plattform zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit ist der Europarat, in dem die Türkei fast von Beginn an Mitglied ist. Gerade der Europarat verfügt über geeignete Instrumente, um bei den zentralen Fragen des Schutzes der Menschenrechte, der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der pluralistischen Demokratie auf die Türkei Einfluss auszuüben. So hat die Parlamentarische Versammlung 2017 das sogenannte Monitoring-Verfahren bezüglich der Türkei neu eingeleitet. Dabei überwacht ein Ausschuss kontinuierlich die Einhaltung der Verpflichtungen, welche die Türkei als faktisches Gründungsmitglied des Europarats eingegangen ist.
Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind ein zentraler Bezugspunkt für die Sicherung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Die Unabhängigkeit des obersten Verfassungsgerichts der Türkei muss auch in Zukunft sichergestellt sein, und seine Urteile müssen auf allen Ebenen der türkischen Justiz anerkannt und umgesetzt werden. Auf Empfehlung des Europarats wurde in der Türkei eine staatliche Kommission eingerichtet, die entlassenen Staatsbediensteten erstmals ein Rechtsmittel eröffnet, ihre Entlassung überprüfen zu lassen, auch wenn dort erst wenige Fälle entschieden worden sind. Wir begrüßen die Aufhebung des Ausnahmezustands in der Türkei als ersten wichtigen Schritt. Allerdings bleiben durch das Sicherheitsgesetz vom 25. Juni zahlreiche der Maßnahmen weiterhin in Kraft. Das muss ebenso wie die Herausforderungen, die sich durch das neue Präsidialsystem ergeben, Thema bleiben. Dabei wird es entscheidend darauf ankommen, wie sich die Türkei auch künftig zu Empfehlungen der Venedig-Kommission des Europarates verhält. Meine Damen und Herren, die innere Verfassung der Türkei darf nicht weiter im Gegensatz zu ihren eigenen strategischen Interessen geraten. Und zu diesen gehören zweifelsohne gute Beziehungen mit dem Westen, politisch wie wirtschaftlich. Wir in Deutschland haben unsererseits weiterhin ein vitales Interesse an einer prosperierenden Türkei mit einer stabilen Demokratie und einer lebendigen Zivilgesellschaft und mit einer starken Orientierung nach Westen und Anbindung an Europa. Dies gilt nicht zuletzt angesichts von mehr als 3 Millionen Menschen türkischer Herkunft, die in unserem Land zu Hause sind. Es gilt daher, die Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und der Türkei in einem veränderten Umfeld neu zu vermessen. Dazu bedarf es auch des Dialogs, und dazu trägt auch die Einladung des Bundespräsidenten an Präsident Erdogan bei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort dem Abgeordneten Armin Hampel, AfD. Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Gäste im Deutschen Bundestag, liebe Medienvertreter. Unser Antrag bezieht sich auf den völkerrechtswidrigen militärischen Einsatz der Türkei in Syrien. Und ich stelle mit Erstaunen und Befremden fest, dass obwohl alle Fraktionen im Deutschen Bundestag die Völkerrechtswidrigkeit dieser militärischen Maßnahmen der Türkei anerkannt und erwähnt und nochmal bekundet haben, gibt es keine Reaktion der Bundesregierung. Scheint kein Thema für Sie zu sein. Und Herr Maas hat ja bei seinem letzten Kuscheltreffen mit Herrn Erdogan das anschließend öffentlich mit keinem Wort erwähnt. Noch einmal, meine Damen und Herren, alle Fraktionen des Deutschen Bundestages haben diese militärischen Maßnahmen als völkerrechtswidrig verurteilt. Und sie haben keine einzige Antwort der Bundesregierung darauf bekommen. Das nenne ich eine Missachtung des Parlaments, wie sie meines Erachtens selten in diesem Hause vorkommt. Das Verhalten zeigt darüber hinaus, dass unser Einfluss am Bosporus dramatisch geschwunden ist. Und das, was Herr Nick gerade angesprochen hat, was früher aufgrund unserer alten und vertrauten Beziehung zur Türkei möglich war, nämlich in alle gesellschaftlich relevanten Gruppen hineinwirken zu können und auch deutsche Interessen dort zur Geltung bringen zu können, ist es heute genau umgekehrt. Wir wirken nicht mehr in die Türkei hinein, sondern Herr Erdogan wirkt nach Deutschland hinein, und zwar kräftig. Und damit sind deutsche Interessen massiv bedroht. Die Einmischung Herrn Erdogans in die innerdeutsche Politik, ich nehme nur das Thema Türken und Kurden hier in Deutschland und ihre teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen, wirken auf die Stabilität, die innenpolitische Stabilität Deutschlands. Und der Druck von Herrn Erdogan, den er damit aufbauen kann, ist den meisten von Ihnen ja auch bekannt. Die Türkei war mal im Sinne von dem Staatsgründer Kemal Atatürk der Eckpfeiler der NATO, der Eckpfeiler Europas hin zum Orient. Kemal Atatürk hat einmal die Frage beantwortet, warum er die Türkei nach Europa ausrichten will, mit dem Spruch beantwortet: Es gibt viele Kulturen in der Welt, aber es gibt nur eine Zivilisation, das ist die europäische. Kemal Atatürk, nennen Sie das heute mal in Ankara oder Istanbul, dann werden Sie andere Antworten bekommen. Denn die türkischen Einmischungen, wie wir es jetzt in Syrien erleben, erschweren die Situation dort vor Ort. Sie erschweren eine Beendigung des Bürgerkriegs. Und übrigens ist es unbegreiflich, dass die Bundesregierung das zumindest indirekt unterstützt.
Wir wissen, dass die türkische Regierung den IS unterstützt hat. Es gibt Belege dafür. Wir erkennen, dass die Kurden in Syrien bekämpft werden und wir unterstützen sie im Irak. Das soll uns mal erklären. Das Flüchtlingsabkommen, das wissen wir alle, hat uns erpressbar gemacht und der Kuschelkurs der Bundesregierung weist ja auch darauf hin. Wir haben bezüglich Syriens heute einen Schulterschluss mit Herrn Erdogan, Herr Grosseböhe. Und zwar, indem wir die Eroberung von Idlib verhindern wollen, weil es ja das Assad-Regime ist. Wir fragen uns, warum. Im deutschen Interesse muss es doch sein, den Bürgerkrieg so schnell wie möglich zu beenden. Auch schon, weil wir in unserem Interesse keine weitere Flüchtlingswelle in die Türkei und damit nach Europa und nach Deutschland haben wollen. Und wir wollen es auch übrigens nicht noch mal mit Milliarden finanziell unterstützen. Wir wollen, dass die Flüchtlinge, die sich in Deutschland zurzeit aufhalten, wieder in ein gesichertes Syrien zurückkehren können. Und wir wollen den Wiederaufbau Syriens durchaus unterstützen, wenn allerdings Herr Assad auch dafür die Voraussetzungen schafft, nämlich die Straffreiheit und die Eigentumsgarantie der zurückgekehrten Flüchtlinge, das ist doch klar. Die Politik der Bundesregierung, meine Damen und Herren, hat einen gegenteiligen Effekt. Die türkische Unterstützung des IS hat den Bürgerkrieg in Syrien verschärft und zeigt die dunkle Seite unseres Staatsgastes heute. Was will Herr Erdogan? Er will natürlich von seinen innenpolitischen, wirtschaftlichen Problemen und Entspannungen ablenken. Und Sie kennen die alte Lehre, wenn Sie das machen wollen, wenn Sie innenpolitische Schwierigkeiten haben, dann suchen Sie die Einigung über außenpolitische Erfolge bzw. militärische Aktivitäten. Genau das tut die Türkei in Syrien derzeit. Und zurück zu den deutschen Interessen. Der Krieg in Syrien, meine Damen und Herren, ob man das nun gut oder schlecht findet, er ist entschieden. Es gibt noch die letzte kleine Enklave Idlib, aber ansonsten ist das Land von einem verheerenden Kriegszustand in einen halbwegs stabilen Zustand zurückgekehrt. Und Herr Assad, ob es ihm gefällt oder nicht, sein Regime hat gewonnen. Und je eher Idlib fällt, meine Damen und Herren, desto eher ist der Bürgerkrieg in diesem Land beendet, desto eher sterben keine Menschen mehr dort. Und das muss doch für uns das Allerwichtigste sein. Die Bundesregierung unterstützt durch ihre Politik indirekt die islamistischen Terroristen. Wir wissen, dass es drei Korridore aus Idlib heraus gibt, von den syrischen Streitkräften geschaffen. Und wir wissen auch, dass die Terroristen auf der anderen Seite die Zivilbevölkerung daran hindern, diese Korridore zu benutzen. Und da kann es doch nicht in unserem Interesse sein, das auch noch mit Schutzzonen zu stabilisieren, damit der militärische Erfolg gegen diejenigen, die ja mal mit dem IS zusammengearbeitet haben. Al-Nusra, das erinnern Sie sich, haben mit dem IS zusammengearbeitet. Und die unterstützen wir heute. Welch ein Wahnsinn, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung macht sich damit zum Handlanger von den Islamisten, die auch noch Zivilisten wie schäbig und furchtbar als menschliche Schutzschilde verwenden. Es ist völlig irrational, diese zu unterstützen, die wir übrigens in Afghanistan seit 2001, seit 17 Jahren bekämpfen. Das ist auch eindrucksvoll. Was ist die deutsche Strategie? Nach außen hin heißt es, man will Syrien als Ganzes erhalten. Ich habe den Eindruck, dass man alles tut, um die Stabilisierung in Syrien zu verhindern und dass damit eine Teilung und eine Abspaltung eines islamistischen Staates in der Tasche Idlib und anderswo erst möglich gemacht wird. Meine Damen und Herren, das kann doch nicht im Interesse der Bundesregierung sein und schon gar nicht im Interesse Deutschlands. Alles sieht danach aus, dass dieser Status quo eingefroren werden soll in Idlib. Das Gegenteil wäre richtig, Verhältnisse schaffen, wo endlich Frieden einkehrt in Syrien. Und was bewirkt das in Wirklichkeit? Sie bewirken willentlich und wissentlich eine Teilung Syriens durch die Abspaltung eines islamistischen Terrorstaates. Und warum ist das so? Ich habe manchmal den Eindruck, da sind andere Gedanken dahinter. Der Herr Weil und Herr Pistorius und leider auch Sie, Herr Präsident, haben das ja unlängst erwähnt. Angeblich können wir nicht anerkannte Flüchtlinge in dieser Größenordnung gar nicht nach Deutschland zurückschicken, sondern Deutschland ist auf Integration angewiesen, anders würden wir es nicht schaffen. Daraus folgt, auch nicht anerkannte Asylbewerber oder Flüchtlinge sollen in Deutschland bleiben. Meine Damen und Herren, wir wollen das nicht. Die AfD wird sich diesem Bruch der bestehenden deutschen Gesetze und der deutschen Verfassung heute und in Zukunft energisch entgegenstellen. Und ich glaube, und glauben Sie nicht, dass Sie jetzt
mit den Aktivitäten der Bundesregierung in den vergangenen und zukünftigen Monaten Fakten schaffen werden können. Dieser Prozess ist nicht unumkehrbar, er ist umkehrbar. Und eine AfD-geführte Bundesregierung, meine Damen und Herren, wird diese Mutter aller Probleme sofort und entschieden angehen. Und ich verspreche Ihnen eins, wir schaffen das. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Hampel. Zu Ihrer Kenntnis, der Präsident ist jetzt eine Präsidentin, aber das konnten Sie natürlich nicht sehen. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von mir Ihnen, nächster Redner, Frank Schwabe für die SPD-Fraktion. Geht das ein bisschen runter? Was macht man da? Sie wollen es vielleicht noch. Ja, noch weiter. Der Herr Hampel ist ein bisschen größer. Macht ja nichts. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, vielen Dank, das geht schon. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, es ist ein besonderes Verhältnis, das Deutschland und die Türkei haben. Zum einen als NATO-Partner, zum anderen, weil die Türkei eben der östliche Teil Europas ist, eine Brücke Richtung Asien, Richtung Nahen und Mittleren Osten. Und wir haben in der Tat eine besondere Zuwanderungsgeschichte eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung in diesem Land. Und deswegen gibt es auch gemeinsame Herausforderungen. Deswegen macht es auch Sinn, sich regelmäßig darüber auszutauschen. Und ich will auch sagen, dass es sicherlich Fehler in der Vergangenheit gab, auch auf Seiten der Europäischen Union und ich finde auch in Deutschland, dass wir nicht offen genug waren zu einem bestimmten Zeitpunkt, als jedenfalls die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte bessere Chancen hatte in der Türkei, als es heute entsprechend der Fall ist. Aber wir sind heute da, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen zum Thema Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechte. Und da sind wir eben mit einem massiven Abbau und mit einer dramatischen Situation in der Türkei bis heute konfrontiert. Deswegen nehme ich wahr und nehmen wir wahr, dass es Signale gibt oder den Versuch, Signale zu senden, der Entspannung durch einen solchen Besuch. Aber ich halte es da mit dem Staatspräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der davon gesprochen hat, dass man sich keine Illusionen hingeben sollte in der Situation. Und deswegen glaube ich, ist es richtig zu reden, aber es ist auch richtig, Klartext zu reden. Und ich finde, was immer man tut, man sollte einen vernünftigen Umgang miteinander pflegen. Und ich glaube, es kommen ja gleich Redner nach mir, die nehmen am Banketten teil und nicht am Banketten teil. Ich glaube, die Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen, hilft niemandem. Wir müssen überlegen, wem eigentlich diese Debatte darüber hilft. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein gemeinsames Signal heute aus diesem Deutschen Bundestag senden. Ich habe heute ja einen Artikel in der FAZ oder einen Brief oder was das sein sollte, gelesen des Präsidenten in der FAZ an uns dazu, dass er die deutsch-türkischen Beziehungen weiterentwickeln möchte. Und ich kann nur sagen, das ist sicherlich unser gemeinsames Ziel. Aber das angespannte Verhältnis, das wir haben, das hat eben einen Grund. Und ich finde, das sollte die gemeinsame Antwort des Deutschen Bundestages bei allen Nuancen, die wir in der Debatte haben, entsprechend sein. Herr Präsident Erdogan, wenn Sie eine Entspannung des Verhältnisses wollen, dann achten Sie die Regeln der Demokratie, des Rechtsstaats und der Menschenrechte, zu denen Sie sich selbst in der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet haben. Und unterlassen Sie das, was Denis Yücel erst vor ein paar Tagen noch so beschrieben hat. Erst verhaften, dann Beweise suchen, dann schmoren lassen und dann ist es eigentlich auch schon egal. Und das kann man in Zahlen auch deutlich machen und man muss es, glaube ich, in Zahlen deutlich machen. Es ist legitim, sich gegen Putschversuche zu wehren. Was nicht legitim ist, ist, sich Sonderregeln zu schaffen, um Menschen massenhaft 100.000-fach zu unterdrücken. Wir haben fast 120.000 vorläufige Festnahmen, aktuell noch 53.000 Inhaftierte, über 170.000 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst, ohne die Möglichkeit, das gerichtlich zu überprüfen. Amnesty International stellt fest, dass 120 Journalisten inhaftiert sind, 180 Medienunternehmen geschlossen und über 100 Journalisten ihre Akkreditierung verloren haben. Deswegen wird die Türkei geführt auf dem Index der Pressefreiheit auf Platz 157 von 180. Das sind die Zahlen, die nackten Zahlen. Aber man kann eben auch über konkrete Fälle reden, über Fälle wie der gerade schon angesprochene Fontana Kilic von Amnesty International, von Can Dündar,
der hier in Berlin sozusagen im Exil sitzen muss. Wir haben angesprochen gerade schon den Fall von Selahattin Demirtas, dem HDP-Chef, der in Haft sitzt. Und ich will an der Stelle noch mal untermauern, was gerade gesagt wurde. Abgeordnete gehören ins Parlament und nicht ins Gefängnis. Auch das ist, glaube ich, das gemeinsame Signal dieses Parlaments am heutigen Tag. Und ich will mich ausdrücklich bedanken, und man kann das sicherlich noch weiterentwickeln, bei denjenigen, die in unserem parlamentarischen Patenschaftsprogramm mit dabei sind, die Patenschaften übernommen haben für verfolgte Parlamentarier in der Türkei. Und deswegen die herzliche Bitte, wer da noch nicht mit dabei ist, kann sich gerne an diesem Programm entsprechend beteiligen. Wir haben die deutschen Staatsbürger, die auch zum Teil heute schon angesprochen sind, Peter Steutner, Mesale Tolu und Denis Yücel, die zwar frei sind, die nicht im Gefängnis sind, aber denen immer noch keine Gerechtigkeit widerfahren ist, die noch immer nicht entschädigt worden sind, wo Verfahren immer noch entsprechend anhängig sind. Und wir haben Dutzende Fälle, das sind die prominenteren Fälle, wir haben Dutzende Fälle von Menschen, von Deutschen, die in Haft sind oder die nicht ein- oder ausreisen können und über die kaum gesprochen wird. Ich will einen Fall noch mal besonders beleuchten, das ist der von Mehmet Y. Y deshalb, um ihn einfach zu schützen, wenn er wieder nach Deutschland kommen kann. Wir haben die absurde Situation, dass dieser Herr Y in einem EU-Mitgliedstaat, nämlich in Bulgarien, in einem Hotelarrest in Varna sitzt. Eine für mich eigentlich absurde Vorstellung, weil er gesucht wurde mit einer sogenannten Red Notice, die Interpol entsprechend aussprechen kann. Und ich finde, das kann nicht sein. Das ist inakzeptabel, dass die Türkei versucht, deutsche Staatsbürger entsprechend habhaft zu werden. Was aber auch inakzeptabel ist, ist, dass ein EU-Mitgliedstaat wie Bulgarien entsprechend gemeinsame Sachen mit der Türkei macht. Ich fordere, und ich denke, wir sollten fordern, dass Mehmet Y sofort zurückkehren kann nach Deutschland. Deshalb noch einmal Respekt, ja, den muss es geben, der wird eingefordert, den muss es geben. Zweitens auch Anerkennung für das, was zum Beispiel die Türkei im Bereich der Geflüchteten leistet. Drittens, klar, wenn Probleme angesprochen werden des Rassismus, des Umgangs mit den NSU-Morden, dann ist das berechtigt und dann müssen wir darüber reden. Und viertens, Dialog sowieso, wo immer möglich, aber eben auch Klarheit in der Sache. Der Europarat ist gerade angesprochen worden. Die Türkei ist seit 1949 Mitglied und hat sich selbst verpflichtet, durch Unterschrift zu bestimmten Dingen, zum Beispiel die Venedig-Kommission zu achten und die Empfehlungen umzusetzen, zum Beispiel die Gerichtsurteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes umzusetzen. Zum Beispiel fordern wir, dass die Anti-Folter-Komitee-Berichte veröffentlicht werden, und wir fordern, dass es einen freien Zugang gibt von Berichterstattern des Europarats, aber auch der Vereinten Nationen zu allen Teilen der Türkei. Deswegen noch einmal, den FAZ-Artikel habe ich aufmerksam gelesen. Ich versuche, ihn zu verstehen, versuche sozusagen auch zu überlegen, wo kann man Brücken bauen. Ich hätte auch einen konkreten Vorschlag. Lassen Sie uns nutzen auf der kleinen Ebene, was wir an Kontakten haben, zum Beispiel die Städtepartnerschaften. Wir sollten überlegen, wie wir die entsprechend ausbauen, wie wir das Ganze auch institutionalisieren können, wie wir es zum Beispiel mit Griechenland haben. Also kennenlernen, Austausch, Dialog, Empathie, arbeiten an gemeinsamen strategischen Interessen, ja, aber beim Thema Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit kann es keine Kompromisse geben. Und das ist die klare Ansage, glaube ich, des heutigen Tages und der heutigen Debatte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank Schwabe. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Sevim Dadelen. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, Herr Kollege Schwabe, Sie fragen sich, was Sie mit diesem Gastbeitrag des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in der FAZ machen. Ich sage Ihnen einfach was. Er fordert eine Normalisierung der Beziehungen. Ich finde, die Bundesregierung und auch der Bundestag müssen ein klares Signal setzen. Eine Normalisierung darf es nur geben, wenn die Verhältnisse sich auch in der Türkei normalisieren. Das ist die Antwort, die Erdogan verdient. Und vor etwa einem Jahr, mehr als einem Jahr, Juli 2017, versprach der damalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel in Absprache mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik. Die Bundesregierung versprach uns klare Kante gegen Erdogan, Zahlungen der Europäischen Union an Ankara sowie die Hermes-Bürgschaften für Investitionen deutscher Unternehmen in der Türkei sollten auf dem Prüfstand. Das Außenministerium verschärfte die Sicherheitshinweise für Türkei-Reisende deutlich. Und Kanzlerin Merkel sagte, diese Maßnahmen seien notwendig und unabdingbar. Ja, ich finde, das war überfällig. Aber diese von der Großen Koalition versprochene Neuausrichtung
war nur Wahlkampfgetöse, wenn man sich mal anschaut, was einem nach einem Jahr eigentlich geblieben ist. Ein Jahr danach entpuppt sich die von Union und von der SPD zugesagte Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik als Wählertäuschung. Mit dem Erdogan-Besuch jetzt wird diese vermeintliche Neuausrichtung auch offiziell beerdigt. Die Bundesregierung rollt Erdogan den roten Teppich aus, obwohl sich an seinem Handeln seit Juli 2017 nichts, rein gar nichts verbessert hat in der Türkei. Und deshalb halte ich es für ein falsches Signal, diesen Staatsbesuch jetzt zu veranstalten. Erdogan hält weiter deutsche Geiseln in Haft. Er geht brutaler denn je gegen die Opposition vor und lässt Gewerkschaftsproteste blutigst niederknüppeln. Erdogan führt Krieg gegen die Kurden und überfällt die Nachbarländer Syrien und Irak an der Seite von islamistischen Mörderbanden wie Ahrar al-Sham und geriert sich auch in der Provinz Idlib jetzt als Schutzmacht der Al-Qaida-Schergen. Und was tun Sie? Sie reden von einer Normalisierung der Beziehungen. Herr Außenminister Maas hat das getan. Und ich finde, wer sich derart als moralischer Bankrotteur zeigt, der muss sich doch wirklich nicht mehr wundern, dass immer mehr Menschen schaudert von dieser Koalition schier endloser Schrecken eigentlich sich abwenden. Und deshalb frage ich mich, wieso? Wieso unterstützen Sie den türkischen Präsidenten mit millionenschweren Finanz- und Kredithilfen? Warum sichern Sie so diesem korrupten System eines Autokraten, der seine Weggefährten und auch seine eigenen Verwandten aus dem türkischen Volksvermögen alimentieren? Sie sichern ihm das Überleben. Und ich finde es auch wirklich ein Skandal ohnegleichen, dass jetzt auch noch sauer verdiente Steuergelder, wie es Frau Nahles eigentlich mal vorgeschlagen hat, dafür eingesetzt werden sollen, jemanden wie Erdogan zu unterstützen, der, wie die Bundesregierung es selbst eingeräumt hat, die Türkei in eine zentrale Aktionsplattform für den islamistischen Terrorismus in der ganzen Region verwandelt hat. Ich finde, das ist nichts anderes als eine Veruntreuung von Steuergeldern, wenn Steuergeldern zur Stabilisierung des Regimes Erdogan hier angewandt werden. Und ich finde, es ist richtig, natürlich braucht man einen Dialog. Man braucht einen Dialog auch mit Autokraten, selbst einen Dialog mit dem türkischen Staatspräsidenten. Es gibt schließlich auch viel zu besprechen. Auch das furchtbare Wirken von Herrn Erdogan in Deutschland. Report Mainz hat erst vorgestern darüber berichtet, per einer Spitzel-App lässt Erdogan Regimegegner auch in Deutschland mit faschistoiden Methoden verfolgen. Und im Tagesspiegel steht gestern, dass Berliner Behörden gegen einen Polizisten des Landes nun ermitteln, er soll für den türkischen Geheimdienst hier gespitzelt haben und die Meldeadressen von ausgemachten Erdogan-Kritikern gemeldet haben. Das ist nichts anderes als Gefahr für Leib und Leben für jeden Kritiker in Deutschland, der sich kritisch zu Erdogan oder seiner Regierung äußert. Und ich finde, damit muss Schluss gemacht werden. Da muss es ein Signal geben von der Bundesregierung. Und warum werden diese Spitzel nicht ausgewiesen? Vor diesem Hintergrund gerade, finde ich, darf es wirklich keine Zugeständnisse geben an Erdogan. Und ich finde es auch wirklich befremdlich, dass sie nicht nur, und das ist ja die Frage, die uns alle umtreibt in Deutschland, warum konnte es nicht ein einfacher Arbeitsbesuch sein? Warum muss es ein großes Tamtam für Erdogan sein, damit er sich als anerkannten Staatsmann hier nochmal vor seiner Anhängerschaft und in der Türkei präsentieren kann? Und warum, neben dem Tamtam, hat die Bundesregierung ihm zur Machtdemonstration auch noch eine große Bühne erlaubt zur offiziellen Eröffnung der DİTİB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld? Ich finde, das versteht wirklich kein normaler Mensch mehr. Auf der einen Seite überlegen Sie die DİTİB, den außenpolitischen Vorposten von Erdogan vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Und auf der anderen Seite hofieren Sie den Chef dieser Behörde. Ja? Das ist doch wirklich ein Stück aus dem Tollhaus. Ich kann da überhaupt keinen Kompass in dieser Politik mehr erkennen. Und nicht genug, dass die Bundesregierung Herrn Erdogan mit millionenschweren Hilfen über Wasser hält. Jetzt kommt auch noch heraus im Stern, dass offenbar mit deutscher Hilfe die türkischen Panzer nachgerüstet werden, die Leopard-2-Panzer.
Und da frage ich mich, sind die Panzer, mit denen die Kurden in Afrin niedergewälzt wurden, jetzt mit deutscher Technologie modernisiert worden? Ich finde diesen Gedanken wirklich unerträglich, dass mit unserer Hilfe, also mit der Hilfe von der Bundesrepublik Deutschland, Waffen für Mord- und Angriffskriege geliefert werden. Damit rüstet man jemanden auf, der mit islamistischen Mörderbanden Syrien überfallen hat. Ich finde, hören Sie auf als Bundesregierung mit dieser gefährlichen Politik. Hören Sie auf mit den Waffenexporten und dem Bau der Panzerfabrik von Rheinmetall. Es darf nur eine Botschaft geben, weder Waffen noch Geld an Erdogan. Vielen Dank, Sevim Dadelen. Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Cem Özdemir. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann sich seine Gesprächspartner nicht immer aussuchen. In dieser Welt gibt es eben auch die Orbans, die Putins, die Trumps und eben auch die Erdogans. Deshalb ist es nicht falsch, dass die Bundesregierung mit Erdogan redet. Im Gegenteil, die Liste der Gesprächsthemen könnte kaum länger sein. Aber ob es denn gleich ein Staatsbesuch mit all dem Tamtam sein musste, da kann man, glaube ich, berechtigt ein Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube, gerade angesichts der langen Liste von Themen wäre ein Arbeitsbesuch besser geeignet gewesen. Aber ich will jetzt den Blick nach vorne richten. Wir sollten es mit Can Dündar halten, dem ehemaligen Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, der mittlerweile, wie so viele in der Bundesrepublik Deutschland, im Exil leben musste. Er hat an uns alle gerichtet gesagt, Deutschland ehrt die Türkei, nicht Erdogan. Ich hoffe, das ist ein Satz, den wir alle unterschreiben können. Wir sollten uns aber auch keine Illusionen darüber machen, wer da kommt. Es kommt ein Machthaber eines Landes, in dem es praktisch keine Pressefreiheit mehr gibt, in dem immer mehr Menschen mittlerweile Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern, weil sie Angst haben, dass sie ihre Arbeit verlieren oder gar ihre Freiheit. Erdogan kommt nicht nach Deutschland, weil er jetzt plötzlich die Liebe und die Sympathien für unser Land wiederentdeckt hat, sondern er hat abgewirtschaftet, er braucht Geld, er braucht Investitionen unserer Wirtschaft und Leidtragende von Inflation und von der Wirtschaftskrise, das sind die einfachen Menschen in der Türkei. Und darum ist es wichtig, dass wir bei aller Kritik an Erdogan auch deutlich machen, dem Teil der Türkei, der Leidtragende der Politik Erdogans ist, dem gilt die Solidarität der Demokraten in der Bundesrepublik Deutschland. Die lassen wir nicht allein, wenn sie dort für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte und sich für Europa einsetzen. Und übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, deshalb halte ich auch nichts davon, dass man die Beitrittsverhandlungen jetzt ein für alle Mal beendet. Sie liegen sowieso, lieber Kollege Alexander von Lambsdorff, sie liegen sowieso auf Eis. Und jeder von uns hier weiß, solange Erdogan Präsident ist und solange diese Politik fortgesetzt ist, gibt es keine Mitgliedschaft für die Türkei in der Europäischen Union. Aber der andere Teil der Türkei, der braucht dieses Signal, dass eine demokratische Türkei selbstverständlich eine europäische Perspektive hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese andere Türkei, die genauso wie alle Menschen in der Welt hungert nach Freiheit, denen müssen wir, die wir jetzt Erdogan sehen und sprechen können, da komme ich gleich dazu, Stimme und Ausdruck verleihen in den Gesprächen. Und zwar nicht in unserem Namen nur, sondern im Namen all derjenigen, die er verstummen lassen möchte. Im Namen von Osman Kavala, im Namen von Selahattin Demirtas, im Namen vom bereits zitierten Ahmet Altan, um nur einige wenige zu nennen. Er muss diese Namen so oft hören, dass er, wenn er zurückreist nach Ankara, weiß, ohne dass die das Licht der Freiheit erblicken, kann es keine Normalisierung im Verhältnis zur Türkei geben. Und ich habe noch einen Wunsch. Und ich sage dies auch im Namen von vielen Leuten, die sich nicht nur an mich wenden, sondern wahrscheinlich an viele von Sie hier im Hohen Haus. Die zunehmend beschleichende Gift der Angst in Deutschland erreicht durch Denunziantentum, durch Spitzeleien, durch Spionage gegenüber Andersdenkenden. Und ich will das mal sehr deutlich machen. Ich bitte Sie, dass Sie Herrn Erdogan klar machen, wer als Gastgeschenk auf dem Weg nach Deutschland eine App freischalten lässt,
Indem er Andersdenkende denunziert und in der Türkei ans Messer liefert, der kommt nicht mit guten Absichten. Auch das sollte man ihm in aller Deutlichkeit klar machen. In diesem Land mit unserer Geschichte hat Denunziantentum nichts verloren. Alle, die diese App runterladen und diese App nutzen, die stellen sich gegen den deutschen Rechtsstaat und da darf es keine Nachsicht geben, meine Damen, meine Herren. Erdogan will die Menschen in Deutschland spalten, aber machen wir uns nichts vor, damit ist er nicht ganz alleine. Die Fraktion, die hier rechts im Hause sitzt, die kritisiert Erdogan zwar, aber wenn sie ehrlich wären, würden sie doch zugeben, dass sie vieles von dem, wofür Erdogan steht, seine Haltung zur Pressefreiheit, seine Ablehnung der liberalen Demokratie im Kern teilen. Und darum will ich auch sagen, im Namen der demokratischen Teils dieses Hauses, uns stehen die Menschen aus der Türkei nahe, ihnen offensichtlich die Politik Erdogans. Wer dieses Land liebt, wer sich hier einbringt, wer die Ärmel hochkrempelt, wer die Werte unseres Landes teilt, ist selbstverständlicher Teil unseres Landes. Wir lassen dieses Land nicht spalten, weder von Erdogan noch von anderen. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Kollegen hier im Haus, namentlich die Kollegen von der FDP-Fraktion, von der Linkspartei, aber auch meine eigene Fraktionsspitze, sich aus guten Gründen dafür entschieden haben, nicht zum morgigen Staatsbankett zu gehen. Für mich ist die Situation eine andere. Ich möchte gerade durch meine Teilnahme deutlich machen, hier in der Bundesrepublik Deutschland gehört auch die Opposition dazu. Und Erdogan muss es aushalten, dass einer seiner Kritiker dort anwesend ist. In der Türkei kann er sie mundtot machen, hier in Deutschland nicht. Und darum gehe ich dahin. Und ich würde mir zum Schluss wünschen, bei allem Streit in der Sache, der sein muss, zeigen wir Herrn Erdogan gemeinsam, dass unsere Demokratie in Deutschland stark ist. Zeigen wir ihm unseren republikanischen Stolz auf unser Demonstrationsrecht, auf die Meinungsfreiheit und auf den Zusammenhalt in der liberalen Demokratie. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Cem Özdemir. Nächster Redner, Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Verlauf der Debatte zeigt und auch die Beifallsbekundungen über die Grenzen der Fraktionen hinweg, dass wir als Demokraten eigentlich schon einen klaren Kompass, eine klare Haltung zur gegenwärtigen Situation in der Türkei haben. Und das, finde ich, ist gut so. Ich finde gut, dass Erdogan nach Deutschland kommt. Die Ehre eines Staatsbesuchs ist die Ehre, Ehrweisung des deutschen Volkes gegenüber dem türkischen Volk. In erster Linie verstehe ich das so und es gehört zu den Gepflogenheiten, dass wir uns wechselseitig diese Ehre erweisen und deswegen nehme ich keinen Anstoß an der Form des Besuches. Und dass die kritischen Themen, die wir gegenüber der Türkei ansprechen wollen und müssen, durch die Form des Besuches nicht beeinträchtigt werden, sondern dass wir im Gegenteil vielfältige Gelegenheiten haben, die Dinge vorzutragen. Das finde ich wichtig und das hat mit der Form des Besuches nichts zu tun. Ich glaube, dass dieser Besuch tatsächlich eine Chance für eine Wende in den deutsch-türkischen Beziehungen ist. Ich glaube, dass der Schlüssel dazu ganz eindeutig bei Präsident Erdogan liegt. Die Türkei muss sich zurückbesinnen auf die von ihr freiwillig mit unterschriebenen europäischen Werte von Unabhängigkeit der Justiz, Pluralismus, individueller Freiheit, Freiheit der Medien. Das sind die Statuten des Europarats und die Türkei ist seit dem ersten Jahr der Gründung des Europarates Mitglied. Und deswegen gibt es eine ganz einfache Basis, auf der die türkische Politik zurückkehren kann. Wir haben in den letzten Jahren in Reden von Erdogan innerhalb der Türkei immer wieder gehört, dass die Europäische Union ja die Türkei eigentlich gar nicht wolle und dass deswegen die Türkinnen und Türken darauf angewiesen sind, sich auf Erdogan und die AKP zu verlassen, wenn es um ihre Zukunft geht. Dies ist eine Legende, die Erdogan vielleicht auch deshalb erzählt, weil so jemand, der so regiert wie Erdogan, letztlich selbst am meisten Angst davor haben muss, dass die Europäische Union möglicherweise eines Tages dichter an die Türkei heranrückt. Das bedeutet nämlich gleichzeitig Kopenhagener Kriterien, Unabhängigkeit der Gerichte, Pluralismus, Demokratie, Meinungsfreiheit
Und wer so regiert wie Präsident Erdogan, muss unter diesen Bedingungen eben befürchten, dass vielleicht auch eines Tages der Staatsanwalt bei ihm zu Hause anklopft und nachguckt, was dort so alles ist. Deswegen glaube ich, dass die Legende, die er erzählt, Europa wolle die Türkei nicht, in Wirklichkeit sein Programm ist, dass er selbst nicht zu dicht mit den europäischen Werten konfrontiert wird. Und deswegen bin ich auch dagegen, dass wir als Europäische Union unsererseits die Zugbrücke hochziehen und die Beitrittsverhandlungen abbrechen. Der gegenwärtige Status der Beitrittsverhandlungen ist, dass sie eingefroren sind. Aber alle Türkinnen und Türken sollen wissen, wir werden unsererseits die Brücken nicht abbrechen, sondern unsere Hand bleibt ausgestreckt für eine freie und demokratische Türkei. Ich möchte an einem Punkt etwas sagen zu dem Programm, das Präsident Erdogan am Samstag in Köln hat. Ich fände es falsch, wenn wir unsererseits einen solchen Auftritt verbieten würden. Dann würden wir nämlich genau das tun, was wir Erdogan in seinem eigenen Land vorwerfen. Bei uns ist die Meinungsfreiheit und das Recht, freie Rede zu führen, ein hohes Gut. Und deswegen ist es okay, dass er dort spricht. Ich möchte aber die Türkinnen und Türken, die bei diesem Besuch dabei sind, schon daran erinnern, dass wir in Deutschland gerade in solch einer Frage eine Toleranz und Freiheit und Offenheit präsentieren, die derjenige, den Sie vielleicht bewundern, den Sie vielleicht auch gewählt haben bei den letzten Wahlen, in seinem eigenen Land seinen eigenen Mitbürgerinnen und Bürgern vorenthält und dass dies ein offener Widerspruch ist. Und dass ich eigentlich schon mich fragen lassen muss, als Unterstützer Erdogans, der hier in Deutschland lebt, warum ich eigentlich in Deutschland diese Freiheitsrechte schätze und in Anspruch nehme, aber mich nicht auch dafür einsetze, dass sie in der Türkei zur Geltung kommen. Und ich glaube, das ist das Thema, über das wir am Samstag im Zusammenhang mit dem Auftritt Erdogans in der Kölner Moschee sprechen sollten. Ich würde mir auch wünschen, dass Erdogan die politischen Gefangenen freilässt. Ich denke speziell an die deutsch-türkischen Journalisten, die in der Türkei in Haft sitzen. Ich nenne sie politische Gefangene, weil sie nach unseren rechtsstaatlichen Maßstäben natürlich nicht aufgrund von richterlichen Entscheidungen oder nach Vorlage entsprechender Anklagen rechtmäßig im Gefängnis sitzen, sondern einige über viele Monate bereits, ohne dass man sie entsprechend gerichtlich, also durch die unabhängige Justiz, in die Lage versetzt hat. Die Exekutive, der Staat nimmt sich hier ein Recht in Anspruch, das ihm nicht zusteht. Und deswegen fordere ich die Freilassung dieser entsprechenden politischen Gefangenen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Jürgen Hart. Nächster Redner in der Debatte, Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Nach Auffassung meiner Fraktion ist die Türkei eine stolze Nation mit einer großen Geschichte, die es verdient hat, mit Respekt behandelt zu werden. Deswegen sind wir sehr dafür, dass Dialog geführt wird, sehr dafür, dass wir das Gespräch suchen. Aber gibt es nicht andere Gelegenheiten als einen Staatsbesuch? Hatten wir nicht gerade einen NATO-Gipfel? Läuft nicht gerade in New York die Generalversammlung der Vereinten Nationen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs? Gibt es nicht Möglichkeiten, mit Präsident Erdogan in einen produktiven Dialog einzutreten über Dinge, die man konkret hier oder da verbessern kann? Nein, es muss ein Staatsbesuch sein. Ein Staatsbesuch mit rotem Teppich, militärischen Ehren, Kronleuchtern und dem besten Silber der Republik im Palais Bellevue. Meine Damen und Herren, in der Türkei gibt es ein ausgeprägtes Gespür für Gastfreundschaft und die Bedeutung von Protokoll. Und ganz klar werden diese Bilder ein Signal senden. Es ist der Segen dieser Bundesregierung für die Politik von Präsident Erdogan in der Folge des Verfassungsreferendums, mit der er die Türkei umwandelt zu einem autoritären Regime. Und meine Damen und Herren, das ist falsch. Und ich wundere mich schon sehr. Die Maßnahmen, die jetzt im Rahmen seiner Politik umgesetzt werden, Gesetze kann er per Dekret erlassen, Beamte kann er ohne Anhörung entlassen, Ausreisesperren willkürlich verhängen, Menschen in langen Polizeigewahrsam nehmen. Die ganzen Regelungen aus der Notstandsgesetzgebung sind jetzt reguläre Gesetzgebung geworden. Meine Damen und Herren, sowas muss man doch hier im Hohen Haus debattieren. Und da wundere ich mich schon sehr, wenn die SPD sagt, so eine Debatte nütze ja gar nichts. Das wird eigentlich der großen Tradition der Sozialdemokratie als Menschenrechtspartei nicht gerecht. Natürlich nützt so eine Debatte. Die Menschen dort, die drangsaliert werden, die inhaftiert werden,
die ins Exil gejagt werden, die müssen wissen, dass sie nicht vergessen sind. Die müssen wissen, dass dieser Deutsche Bundestag an sie denkt. Und die Namen sind hier genannt worden. Ich will hinzufügen zu Jan Dündar, der hier im Exil bei uns ist, Yavuz Bayda, Demirtas ist genannt worden. All die anderen, auch die weniger Prominenten, für die gilt free them all. Sie müssen alle freigelassen werden, wo sie inhaftiert sind, meine Damen und Herren. Es kann nicht sein, dass in einem NATO-Partner, an einem EU-Beitrittskandidaten politische Gefangene gemacht werden, Journalisten wegen journalistischer Tätigkeit inhaftiert werden. Wir rufen Präsident Erdogan zu, lassen Sie diese Menschen frei. Lassen Sie freie Debatte in der Türkei endlich wieder zu. Es gilt übrigens auch für Deutsche. Wir haben 35 deutsche Staatsangehörige, die zurzeit mit einer Ausreisesperre belegt sind. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Präsident Erdogan diese heute in sein Flugzeug setzen und mitbringen würde. Das wäre ein Gastgeschenk, nicht das Freischalten einer Spionage-App gegen türkische Migrantinnen und Migranten, türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger hier bei uns. Und dann lassen Sie mich einen letzten Punkt sagen. Cem Özdemir hat hier gesagt, EU-Verhandlungen nicht abbrechen. Die Grünen sind in der Hinsicht total konsequent. Ich respektiere das. Wir haben einfach unterschiedliche Auffassungen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist die Haltung der CDU, die in all ihren Programmen beschließt, sie sei gegen eine Aufnahme der Türkei in die Europäische Union, aber nicht den Mut hat zu sagen, dann müssen wir diesen vergifteten, im Grunde völlig überholten Verhandlungsprozess endlich mal beenden und uns ehrlich machen, die Beziehung zur Türkei, zu diesem großen und stolzen Land, auf die Grundlage eines neuen Vertrages stellen, in der wir die Zusammenarbeit auf den Gebieten Wirtschaft, Kultur, Umwelt, wo auch immer regeln, machen Sie sich endlich ehrlich, meine Damen und Herren von der CDU. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Graf Lambsdorff. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Nils Schmidt für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich Ende August in Istanbul war, habe ich die Zeitung Cumhuriyet besucht mit dem Chefredakteur Murat Sabuncu. Eine Woche später war Murat Sabuncu und viele andere Redakteure nicht mehr im Amt, nachdem die türkische Justiz die Eigentumsverhältnisse über die Stiftung, der Cumhuriyet gehört, völlig auf den Kopf gestellt hat. Und das ist nur der letzte Baustein einer Entwicklung der Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, direkt und indirekt durch Gesetzgebung, durch Handeln von Verwaltung und leider auch Versagen der eigentlich unabhängigen Justiz. Spätestens seit dem Abbruch des Friedensprozesses mit den Kurden im Sommer 2015 und dem Putschversuch 2016 hat die türkische Regierung unter Erdogan immer mehr sich von den europäischen Werten, von den gemeinsam vereinbarten Zielen des Beitrittsprozesses, nämlich der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und von den eingegangenen Verpflichtungen der Europäischen Menschenrechtskonvention entfernt. Und alle Redner haben das festgestellt, wir in Deutschland aufgrund unserer engen Beziehungen zur Türkei verfolgen es mit großer Empörung, mit großer Sorge um diejenigen, die in den Gefängnissen ungerechtfertigt, ohne Anklage, ohne Aussicht auf ein faires Verfahren festgehalten werden. Und das gilt nicht nur für die westlichen Staatsbürger, das gilt auch für die Tausenden und Abertausenden von Akademikern, von Journalisten, von Staatsbediensteten und Bürgerinnen und Bürgern der Türkei, die unter dieser autoritären Wende leiden. Und deshalb ist klar, die Einhaltung der Menschenrechte, Fortschritte hin zu mehr Demokratie und mehr Rechtsstaatlichkeit stehen ganz oben in jedem Gespräch mit der türkischen Regierung. Und ich will noch zwei besonders besorgniserregende Entwicklungen erwähnen, die bislang nicht hier diskutiert worden sind. Wir haben eine Rückkehr der Folter in der Türkei. Und es verschwinden wieder Menschen spurlos in der Türkei, vor allem im Südosten. All das, von dem wir hofften, dass es hinter uns liegt, hinter der Türkei liegt, kommt wieder. Und das ist das eigentlich Beunruhigende, dass in der Breite der Gesellschaft, in der Breite der demokratischen Entwicklung, in der Breite der Verfassungswirklichkeit der Türkei Menschenrechte unter Druck geraten sind und nicht mehr geachtet werden. Und deshalb gibt es sehr viel mit
der türkischen Regierung, mit türkischen Parlamentariern und natürlich auch mit Staatspräsident Erdogan zu bereden. Und ich muss schon mal eins sagen, die Debatte über das Format des Besuchs von Herrn Erdogan, über das Staatsbankett und roter Teppich, die wird dem, was wir mit der Türkei zu besprechen haben und auch der strategischen Bedeutung unserer Beziehung zur Türkei nicht gerecht. Sie scheint mir manchmal geradezu billig und lächerlich zu sein. Es geht darum, dass wir mit der Türkei über all die Dinge im Dialog sind und auch mit Herrn Erdogan im Dialog sind, die zwischen uns und die Türkei geraten sind. Und eine Annäherung zwischen beiden Ländern kann nur geschehen, wenn substanzielle Fortschritte bei den uns berührenden Themen erreicht werden. Für Gespräche kann es nie zu spät sein. Und natürlich sind wir bereit, der Türkei einen Weg zu zeigen, wie er die Chance für eine europäische Perspektive lässt. Dazu reicht es aber nicht, die interministerielle Arbeitsgruppe der türkischen Regierung zum EU-Beitritt einfach mal einzuberufen, sondern wir messen die türkische Regierung nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten. Und das bedeutet Freilassung von kritischen Journalisten, Freilassung der westlichen Staatsbürger, Fortschritte bei der Medienfreiheit, unabhängige Justiz. Und es bedeutet auch, dass wir die Gespräche nicht nur führen mit der regierungsoffiziellen Seite, sondern gerade auch Bundesminister Maas hat selbstverständlich Gespräche mit der Zivilgesellschaft geführt. Wenn die HDP, eine wichtige Oppositionspartei, nach Berlin kommt, wird sie selbstverständlich von der deutschen Regierung empfangen. So funktioniert Dialog mit schwierigen Partnern, indem wir die ganze Breite dieser Partnerschaft pflegen. Und ich will eins sagen, gerade auch aus den Gesprächen mit der Zivilgesellschaft in der Türkei und mit denjenigen, die nicht auf der Seite von Erdogan stehen, und es sind ja etwa 50% durchgängig bei den Wahlen gewesen. Diese Leute setzen auf uns. Sie wollen den Austausch in Kultur, in Wissenschaft, den Studierendenaustausch. Sie suchen ganz verzweifelt das Gespräch mit uns. Und deshalb ist es so dramatisch, dass die Zahl der Erasmus-Studierenden aus Deutschland in der Türkei rückläufig ist, dass Hochschulen den Austausch eingestellt haben. Ich war in der Akademie Tarapya, Michel Müntefering ist da, eine tolle Einrichtung, die deutschen Kulturschaffenden mussten sich in Deutschland anhören, warum geht er in die Türkei? Und ich sage, es ist richtig, dass deutsche Kulturschaffende in die Türkei gehen und dort den Kulturaustausch pflegen und ermuntern ihre Counterparts in der Kultur, diesen Austausch zu pflegen. Und ich will auch noch eins sagen, wir sollten auch die Verflechtung der Türkei mit europäischen Institutionen, Europarat, Venedig-Kommission, Beitrittsgespräche, Zollunion als Instrument sehen, um europäische Werte und europäische Standards in der Türkei durchzusetzen. Deshalb ist es falsch, sie rauszudrängen aus diesen Formaten. Wir brauchen weiterhin die kritischen Fortschrittsberichte der EU-Kommission zur Lage der Türkei. Das würden Sie alles abschneiden, Graf Lambsdorff, wenn Sie die Beitrittsgespräche abbrechen würden. Deshalb ist es der völlige Weg, die Türkei aus solchen Formaten rauszudrängen. Herzlichen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Graf Lambsdorff. Ja, lieber Kollege Schmidt, was Sie zum Schluss gesagt haben, ich wollte eine Zwischenfrage stellen, da waren Sie gerade schon fertig. Mir ist eines ganz wichtig, dass wir hier kein Missverständnis aufkommen lassen. Der Beitrittsprozess der Türkei zur Europäischen Union ist einem formalisierten Verfahren in Beitrittsverhandlungen inzwischen völlig zum Erliegen gekommen. Die Beziehungen, die sich im Rahmen eines solchen Prozesses ja eigentlich verbessern sollten, haben sich in den 15 Jahren, in denen er jetzt ungefähr läuft, dramatisch verschlechtert. Die Venedig-Kommission, der Ratschlag der Venedig-Kommission im Vorfeld der Verfassungsreform, richtig. Die Türkei im Europarat, richtig. Die Türkei in der NATO als wichtiger Verbündeter, richtig. Gespräche mit der Türkei auf allen Ebenen, alles richtig, gar kein Thema. Finde ausgesprochen gut, dass Sie Tarabya erwähnt haben, für den zivilgesellschaftlichen Dialog steht das ja geradezu exemplarisch. Aber ich glaube, wir müssen uns an einer Stelle wirklich eines klar machen. Weder in Brüssel noch in Ankara gibt es irgendjemanden, der ernsthaft noch davon ausgeht, dass ein Beitritt der Türkei zur Europäischen Union eines Tages erfolgen wird. Und dann ist es besser aus der Sicht meiner Fraktion. Wir beenden einen gescheiterten Prozess und ersetzen ihn durch Gespräche über ein Grundlagenabkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Das kann auch die Vertiefung der Zollunion enthalten.
damit wir anschließend einen Umgang miteinander pflegen, der die Beziehung nicht weiter vergiftet, sondern sie endlich wieder verbessert. Vielen Dank, Herr Schmidt. Wollen Sie antworten? Dankeschön. Dann hat das Wort Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion als nächster Redner. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Graf Lambsdorff, Sie hatten schon darum gebeten, wir sollten uns ehrlich machen bei diesem Prozess, dass ein Beitrittsprozess, der im Augenblick zum Erliegen kam, wenig Ansatzpunkte hat, aus dem noch was Neues ersprießen kann, ist uns allen bewusst und klar. Aber die entscheidende Frage ist im Augenblick doch die, durch was ersetzen wir ihn? Und da hilft Einseitigkeit nicht weiter, also einen Strang zu unterscheiden und abzutrennen, der uns tatsächlich noch helfen kann, das führt uns tatsächlich nicht weiter. Es ist alles ein Bild, ja, wir erwarten einen speziellen Gast. Aber der Theaterdonner, der hier abgebrochen wird, die Frage, die sehr überhitzten Debatte, wird der Realität auch nicht ganz gerecht. Wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt, um dem türkischen Volk unseren Respekt zu bezeugen, um die Hand auszustrecken und deutlich zu sagen, dieser Staatsbesuch gehört natürlich dem Respekt dieses Volkes gegenüber. Respekt ist eine Vorleistung, die wir übrigens auf der anderen Seite im selben Maße einfordern. Und deshalb, wann, wenn nicht jetzt, kann man für die Freilassung der illegal Inhaftierten eintreten? Wann, wenn nicht jetzt, kann man dafür eintreten, dass dieser Staat, dass der Präsident zum Rechtsstaat zurückkehrt? Wann, wenn nicht jetzt, kämpfen wir tatsächlich offen auch in der Aufnahmefähigkeit der türkischen Bevölkerung in Deutschland, der deutschen Mitbürger mit türkischen Wurzeln, wenn es um die entscheidende Frage des Einsatzes für die Meinungsfreiheit geht? Wann, wenn nicht jetzt, können wir diese militärischen Irrwege, die die Türkei geht, tatsächlich anprangern, auch vor der Weltöffentlichkeit? Und wann, wenn nicht jetzt, muss man trotzdem auch zu der Erkenntnis gelangen, die Türkei ist ein wichtiger Partner für uns. Das bleibt er, egal welche Irrwege, an welchen Stellen auch der Staatspräsident eingeht. Klar ist, die Türkei ist ein strategischer Partner. Die Frage NATO, Militär wurde alles angesprochen. Sie ist aber auch ein wesentlicher strategischer Partner, wenn es um die Frage des Kampfes gegen den Terror geht. Und deshalb glaube ich, ist es unsere Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass diese Türkei, dass sich dieses Volk, dass sich diese Bürger nicht in die falschen Arme treibe, indem ich unsere Aufnahmebereitschaft, indem ich tatsächlich dafür sorge, dass wir die, nicht nur das, den Gesprächsfaden, sondern eben auch den gegenseitigen Respekt jeweils offen halten. Selbst der Staatspräsident hat bemerkt, dass seine Weltfantasien einer Islamführung zu bröseln beginnen. Ich glaube, selbst er hat bemerkt, dass diese Politik, die er diesem Land verordnet hat, dass die tatsächlich im Augenblick in eine extreme Wirtschaftskrise, eine extreme Währungskrise führt. Wir können kein Interesse daran haben, dass die Türkei weiter destabilisiert wird. Sie muss ein Stabilitätsanker in dieser Region bleiben. Dafür können und müssen wir alles tun, selbst manchmal unsere tatsächliche Scheu überwinden, auch mit Menschen zu reden, bei denen wir der Auffassung sind, sie sind keine lupenreinen Demokraten. Das ist die Aufgabe einer demokratischen, offenen Gesellschaft. Und deshalb geht es darum, auch zu sagen, natürlich diese Respektgeste eines Staatsbesuches. Ja, glauben Sie allen Ernstes, dass das Ausschlagen einer Einladung zum Abendessen auch nur einem Inhaftierten oder einem Flüchtling helfen wird? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man tatsächlich die Form wahren muss, damit man im richtigen Maße am Ende auch zum Inhalt gelangt. Und deshalb halte ich das für richtig, dass wir dieses Staatsbankett abhalten. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer damit. Nicht die übereilte Zusage von Finanzhilfen, nicht die Tatsache, und da muss ich mal sagen, wer waren denn diejenigen, die gar nicht früh genug die Türkei in die EU holen konnten? Nein, die Wahrheit liegt tatsächlich in der Mitte, wo wir dem Präsidenten zurufen müssen. Bitte kehren Sie zu rechtsstaatlichen Prinzipien, zur Freiheit zurück. Lassen Sie politisch illegal Inhaftierte frei und vor allem hören Sie bitte auf,
die deutschen Mitbürger türkischer Wurzeln als Spielball ihrer Interessen in Deutschland zu benutzen. Das sind die Botschaften dieses Staatsbankettes. Danke. Vielen Dank, Michael Frieser. Und der letzte Redner in der Debatte, Nicolas Löbel für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Beste an den vorliegenden Anträgen ist doch genau diese Debatte. Es ist gut und richtig, dass sich der Deutsche Bundestag im Vorfeld des Berlin-Besuches des türkischen Staatspräsidenten mit der Türkei und mit den dortigen negativen Entwicklungen beschäftigt. Und Politik bedarf manchmal diplomatischer Worte, manchmal deutlicherer Worte. Dabei ist die Rollenverteilung manchmal auch im Vorfeld definiert. Und dennoch, ich finde, die deutsche Bundesregierung hat in den letzten Jahren seit dem Putschversuch in der Türkei stets zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte gefunden. Und auch wir als deutsches Parlament finden heute die richtigen Worte. Wenn der türkische Staatspräsident heute Abend oder jetzt schon nach Berlin kommt, dann wird er wie jeder andere Staatsgast willkommen geheißen. Denn wir empfangen alle unsere Gäste höflich, freundlich und mit einem Lächeln im Gesicht. Denn bei uns in Deutschland gilt, der Gast ist König, aber eben auch nur König und kein Kaiser, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sage Ihnen aber auch meine ganz persönliche, meine ehrliche Meinung. Ich halte es nicht für richtig, gleich für jeden Gast den roten Teppich auszurollen und das gute Silberbesteck aus dem Schrank zu holen. Es gibt Gäste, die können diese Geste der reinen Höflichkeit falsch interpretieren. Und Präsident Erdogan könnte diese Geste der reinen Höflichkeit eben als Zeichen eines türkischen Triumphes verstehen. Und das darf nicht passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dennoch, es ist die Entscheidung unseres Bundespräsidenten und diese haben wir zu akzeptieren. Aber als Mitglied des Deutschen Bundestages wundere ich mich heute schon, wenn Präsident Erdogan in einem Gastbeitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagt, er könne Deutschland empfehlen, wie wir uns den Wohlgefallen des türkischen Volkes verdienen könnten. Also bei allem Respekt, aber als Mitglied des Deutschen Bundestages und als Bürger dieses Landes habe ich eine klare Erwartungshaltung an den türkischen Staatspräsidenten. Wenn Präsident Erdogan morgen über den roten Teppich läuft, dann schreitet er auf den Boden von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Und diese Grundwerte werden nicht durch den roten Teppich verdeckt oder gar versteckt, sondern sie werden durch ihn betont. Und wer auf diesem Teppich läuft, von dem verlangen wir ein klares Bekenntnis zu diesen Grundwerten, ohne Wenn und Aber, lieber Herr Präsident. Aber halten wir fest, die Türkei ist und bleibt ein strategisch wichtiger Partner. Die Türkei ist ein wichtiger NATO-Partner. Die Türkei war und ist auch ein Lieblingsziel vieler deutscher Urlauber. Und die Türkei ist auch Heimat von über 3,5 Millionen in Deutschland lebenden Türken. Daher ist und darf uns die Entwicklung der Türkei schon aus innenpolitischen Gründen nicht egal sein. Und sie ist uns auch nicht egal. Und deswegen betonen wir Prinzipien, die für uns gelten und die in einer Partnerschaft auch immer gelten sollten. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Es sind Werte, die für uns Deutsche unverhandelbar sind. Und wenn sich die Türkei wegbewegt von dem Weg, der gepflastert ist mit diesen Wegen, dann müssen wir es als Freund, als Partner, als Deutschland anmahnen, immer wieder und immer wieder. Und genau das tut die Bundesregierung, wie ich finde, in dem gebotenen Maß, wie es sich gehört. Und Kritik trägt man nicht nur medial vor, Kritik trägt man am besten auch im persönlichen Gespräch vor. Und deswegen ist es gut, dass die deutsche und die türkische Regierung miteinander im Gespräch sind. Und dazu kann auch dieser Staatsbesuch von Präsident Erdogan in den nächsten Tagen dienen. Und wir müssen eigentlich der Türkei nur ihre eigene wirtschaftliche Situation vorhalten. Der Türkei steht das Wasser wirtschaftlich gesehen bis zum Hals. Die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei hängt ganz unmittelbar mit dem politischen Wandel des Landes zusammen. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind keine Garantie für wirtschaftlichen Wohlstand, wohl aber immer noch der beste Weg, um diesen Wohlstand für alle zu ermöglichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 60% der Wirtschaftsleistung der Türkei sind abhängig von der Europäischen Union. Deswegen hat die Europäische Union, deswegen hat Deutschland ein elementares Interesse, dass die Türkei der europäischen Wertegemeinschaft nicht endgültig den Rücken zukehrt. Aber das liegt schon allein an der Türkei. Und Kollege hat es schon angesprochen, ein Kollege von den Grünen, der vorhin sagte, auf dem Herweg hierher hat Präsident Erdogan die App freigegeben.
Man muss sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit Hilfe einer Smartphone-App kann die Zentralbehörde der türkischen Partei EMG, können Kritiker der türkischen Regierung weltweit angezeigt werden. Die App wurde extra dafür entwickelt, um Anzeigen zu erleichtern. Nun kann man also vermeintliche Vaterlandsverräter ganz einfach kostenlos anklagen, Daten, Bilder hochladen. Der Beschuldigte bekommt davon überhaupt gar nichts mit. Erst bei seiner Einreise nach Türkei, in die Türkei wird er über ein laufendes Verfahren informiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Idee des Rechtsstaates, so mit Füßen zu treten und das dann auch noch zu digitalisieren statt zu reformieren, da braucht sich keiner mehr zu wundern, wenn er über das erste Kapitel von EU-Beitrittsverhandlungen nicht drüber hinauskommt und wenn er kein Teil der europäischen Wertegemeinschaft ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Nicolas Löbel. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zum Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 4528 mit dem Titel Erosion des Rechtsstaates in der Türkei stoppen. Wer stimmt für diesen Antrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Antrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Fraktion der FDP. Dagegen war die SPD-Fraktion, Bündnis 90 die Grünen und CDU/CSU. Und enthalten hat sich die Fraktion der Linken und der AfD. Danke, dass Sie das sagen. Dankeschön. Aber ich muss jetzt nicht nochmal abstimmen. Es waren Teile der AfD. Und was haben die anderen gemacht? Also Teile haben enthalten und Teile haben abgelehnt. Enthaltung. Also jetzt will ich doch nochmal wissen, die anderen sind ja klar. Bitte darf ich die AfD nochmal bitten, ihre Position zu diesem Antrag kundzutun. 4528, was macht die AfD-Fraktion? Möchten Sie zustimmen? Zwei Zustimmungen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Jetzt seien Sie mal still, das ist das Recht. So, also zwei Zustimmungen, zwei haben dem FDP-Antrag zugestimmt und der Rest der AfD-Fraktion hat sich enthalten. Damit ist der Antrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 27b. Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 4527 mit dem Titel Keine Unterstützung des Präsidenten Erdogan. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? So, der Antrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Fraktion Die Linke, dagegen war die SPD-Fraktion, Bündnis 90 die Grünen, CDU, CSU und FDP und die Fraktion der AfD hat sich enthalten. Tagesordnungspunkt 27c, Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel, ich zitiere, Operation Olivenzweig der Türkei in Syrien als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verurteilen und Rüstungsexporte in die Türkei stoppen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/26 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 11/73 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Gut. Die Beschlussempfehlung ist angenommen mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der FDP-Fraktion, der CDU/CSU und Teilen, großen Teilen der AfD-Fraktion. Gegenstimme kam von der Fraktion Die Linke, vom Bündnis 90 die Grünen und von einem Kollegen von Herrn Hampel von der AfD. Enthaltungen gab es keine. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen.
Zusatzpunkt 2, Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Vorgehen der Türkei in Syrien verurteilen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/29 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 11/78 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Zustimmung von Fraktion Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU, FDP, bei Ablehnung der AfD. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich lese ihn langsam vor, weil es, wie erwartet, ein paar Platzwechsel geben wird. Das bitte ich zügig zu machen.